Juhu! Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team Brothers. Wir sind stehen geblieben am Schlummerstrand. Und das scheint ein etwas komplexeres Gebiet zu sein, denn Traum und reale Welt sind miteinander verknüpft. Und da müssen wir, ja, zusehen, dass wir nicht die Übersicht verlieren. Ah, die öffnen sich immer ein Stück mehr. Jetzt habe ich es geschnallt, glaube ich. Das hier geht ja klar, ne? Zack. Du wirst mehrmals drauf jumpen. Ja, haben wir im letzten Part schon ein bisschen angefangen, die Kämpfe gegen die Fiesmuscheln. Außerdem gibt es hier Flygeis mit normalen Goombas. Einfach nur normale Goombas, warum auch immer. Komm du mal weg. Oh, die halten aber was aus, ne? Die halten was aus, definitiv. Aber trotzdem zu spät. Das Timing muss ich mir noch aneignen. Sonst geht Mario hier oder Luigi baden. Alter. Na warte, ich attackiere extra dich, damit nicht der erste down geht, ne? Sondern alle nochmal angreifen dürfen. Ich nehme aber hier das da. Ich weiß ja, wann die quasi losmachen. Immer beim dritten Mal eigentlich. Keiner hat länger oder kürzer gebraucht bei diesem Angriff. Das ist nicht der Rede wert. Oh, zu früh. Ich sag mal, es ist ein neues Gebiet. Die Gegner müssen erst studiert und einverleibt werden. So, was ein Treffer. Und gleich nochmal. Ja, das Ding ist, wenn man das nicht kontert, dann kriegt man ordentlich Schaden ab. Ja, zu früh. Ja! Es kann nur besser werden. Nein, alles cool. So, so, so. Hatten ja erst ein Level up. Mit guter Ausrüstung möchte ich meinen. Naja, ein bisschen leveln könnte ich schon noch. Aber alles zu seiner Zeit. Ich finde, noch sind wir nicht unterlevelt und das ist ja eigentlich alles, was zählt. Machen wir es jetzt am besten direkt besser. Ja, jetzt habe ich die Feuerprobe. Eben war Lernkurve, jetzt Feuerprobe. Jetzt muss das sitzen. Also ihr Fiesmuscheln. Zack. Nicht zu früh springen, aber auch nicht zu spät. Boah, besser den einmal treffen und sich selbst nicht als überhaupt nicht. Na siehst du. Jetzt habe ich auch das Timing raus, möchte ich meinen. Hä? Ja. Timing raus. Seht ihr? Schon ist alles viel besser. Dann könnte ich mit denen eigentlich ganz gut leveln. Aber ich bin gerade nicht. Also, mein Gott. Also wir besiegen schon alle, die wir auf dem Weg haben. Wenn es zu langweilig werden sollte, dann schneide ich euch gerne die Kämpfe raus. Immer beim dritten Mal. Ist nie anders. Okay, okay, okay. Also wenn das nicht viel besser aussah als gerade eben, dann weiß ich auch nicht. Die geben auch viel EP, ne? 468, das ist schon eine ordentliche Hausmarke. Hält uns allerdings davon ab, die Gegend weiter zu inspizieren, was ich weniger cool finde. War hier oben noch irgendwas, wo ich hätte hingehen können? Jo, aber hallo. Die Bohnen lassen wir bitte nicht unausgegraben. Und hier ist nichts weiter. Sieht verdächtig aus, aber nee, 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 da ist nichts. Ansonsten nette Location. Chup, chup. Und wieder ein Flygeil. Aber der war eigentlich nicht das Problem, ne? Lasst uns ein bisschen kämpfen. Gehört halt zum Spiel dazu, ne? Ein RPG. Lernen, leveln. Auf Tricks reinfallen. Der Goomba, warte. Ach so, und bei einem Flygeil kann man sich auch noch verletzen. Ja, Sache, moi. Mach das am besten direkt nochmal. So sieht's aus. Weiß halt nicht, wer zuerst losrennt. Jawohl. Ja, ist halt gut, ne? Es muss halt. Wer keine Fehler macht, der kann nicht dazulernen, wisst ihr? That's life. Auch wenn es kein Livestream ist. That's life. Damit ist noch abgebogen auf Luigi, der ein bisschen weiter hinten steht. Da hat das Timing nicht mehr gepasst. Ja, ja, die Leute, die live mit V und live mit F verwechseln. Aber schlimmer sind die Side-Side-Typen, ne? Tut mir leid, aber das ist für mich auch manchmal unansehnlich. Man möchte mich einen Grammatik nennen, aber... Ach, jetzt geht der zuerst. Das ist der Witz.
zu gucken, ob erst der Flyguy oder erst der Goomba los marschiert oder fliegt. Ihr wisst ja, seid mit D ist sogar so eine Eigenschaftenangabe. Seid ihr bescheuert? Und seid mit T ist halt eine Zeitangabe. Seit gestern, seit 2 Jahren. Also wisst ihr Bescheid? Es gibt Leute, die verwechseln das immer oder werden korrigiert. Da ist mir schon untergekommen, dass manche meinten, ja wie, ich wurde schon korrigiert, dass es das seit mit T geschrieben wird oder seit mit D. Ja, kommt auf an, was für ein seit ihr benutzt. Aber ja, das ist halt die deutsche Sprache, ne? Die deutsche Sprache hat so viel, was viele anderen Sprachen überhaupt nicht wichtig ist. Zum Beispiel Artikel. Artikel. War ja so lustig bei dem Star Wars, ne? Star Wars Episode 8. Heißt doch The Last Jedi. Jedi halt, ne? Sprich, die letzten Jedi. War es international, haben sich viele gefragt, ist es Einzahl oder Mehrzahl? Der letzte Jedi oder die letzten Jedi? Einzahl oder Mehrzahl? Anhand des englischen Titels konnte man es nicht rausfinden, aber der deutsche Titel hat es verraten. Der deutsche Titel sagte ja die letzten Jedi. Also das ist nicht nur der Luke Skywalker, der letzte ist, sondern ein Film über die letzten Jedi. Habe ich aber noch nicht gesehen, Episode 8. Episode 7 habe ich noch gesehen, ja. Ich habe gehört, Episode 8 wäre besser. Irgendwann mal, irgendwann komme ich mal dazu. Schande über mich, ich komme ja nicht mal dazu, Saw 8 zu gucken. Jigsaw. Spoilert mich nicht. Das gönne ich mir bei Zeit mal. Okay, nicht zu sehr off-topic werden, aber ich sehe, mit den Kämpfen läuft's langsam, ne? Die können mir nichts mehr anhaben. Was ich gut finde. Also, habt ihr zu Beginn des Parts noch hier lappenhaftes Verhalten gehabt? Oh, da geht er nochmal. Da macht er nochmal Alarm. Aber jetzt? Geht er down, geht er down, geht er down. Nö, ihr müsst mitleiden. Also wenn man sich die erstmal eingeprägt hat, ja, das ist fast der schwierigste Angriff noch. Weil ich nicht weiß, wer zuerst loslegt. Das kann man bestimmt auch irgendwie ablesen. Aber ich weiß gerade nicht wie. Ja, okay. Er ist sogar auf Mario gegangen, trotzdem. Er guckt bestimmt auch in die Richtung, wo er hinlaufen möchte, ne? Sind so Kleinigkeiten. Schau dem Gegner ins Antlitz in die Augen. Aber hey, schon den halben Level wieder hoch. Was geht? So, eigentlich hätte ich jetzt. Habe ich jetzt irgendwie. Wird mir das noch ein bisschen zu viel. Ich gucke mich erstmal da oben auf der Plattform um. In der Hoffnung aufs Attackenfragment zu stoßen. Was ist das für eine Plattform hier? Die hat es nicht eilig, was? Dann ging es auch schon wieder runter. Hab's gesehen. Ein Weg. Chaka. Ist jetzt ein Shortcut? I think so. Maus Mario. Ach, das ist für Kylie Cooper. Interessant. Du hast die Fotoschnipsel vom Schlummerstatten gefunden. Vervollständige das Foto bei Kylie Cooper in Peenemünde. Ja, da müssen wir auch nochmal hin. Was würdet ihr sagen? Sollen wir das zu Ende des Spiels machen, weil man dann alle Fotos hat oder haben sollte? Für Kylie? Jetzt muss ich aber doch mal einen Blick... Sag mal, hier war ich auch noch nicht drin, ne? Bin mir nicht sicher, aber da soll man ja immer mal wieder reinsteigen. Achso, ich könnte... Nee, wie komme ich denn da runter? Selbst wenn ich da hoch gelange... Also rein physikalisch ist es natürlich ein leichtes, dorthin zu kommen. Nur... Ach! Ohne Moment! Ja, hab's... Hat gedauert. Hab's geschnallt. Die Stacheln, die man zerstören kann. Aber auch da muss ich jetzt nochmal gleich nach der richtigen Höhe schauen. Ach, dammit. Schon versaut, ne? Ziemlich. Sekündchen, Leute, Sekündchen. Ihr seid noch jung, ihr könnt das ab. Na ja, gut, jetzt seid ihr nicht mehr so ganz jung. Aber ihr werdet es trotzdem noch erleben, wie ich da durchkomme, okay?
geht weg bis zur Hochzeit. Alles klar. Na, ich finde das schon gut anspruchsvoll, möchte ich fast sagen. Ist aber auch erst unser zweites Attackenfragment. Da muss mehr gehen. Eigentlich suchen wir ja sogar 20 Attackenfragmente, wenn du so willst. Nämlich in der Traumwelt ebenfalls. Okay, da kommen wir noch nicht so ran. Ich gehe erstmal weiter meinen Weg. Ach, da komm halt her. Da komm halt her. Komm runter, dass ich auf dich draufspringen kann. Wird die Frage sein, ob noch mehr Gegner antanzen hier im... im Schlummerstrand. Abwechslung. Oder bleibt es bei denen? Kumpanen. Ich meine, oh, jetzt geht er zuerst. Warum? Das konnte ich noch nicht ganz sehen. Jetzt ist der Goomba. Nee, warum komme ich immer auf die falsche Idee? Pimp dich damit auf. Aber so viele Gegner geben auch voll viel EP, wirst du erleben. Andererseits bin ich fast der Meinung, es sind so viele Gegner. Gut, gleich nicht mehr. Dass ich hier eine Spezialattacke ausprobieren sollte. Ja, das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Nicht so. Macht das die auch kaputt? Ja, mach nur eine Brothers-Blume. Aufgepasst. Da will ich auch nicht einstauben, ne? Alle hat's erwischt. Sehr gut. Exzellent hinbekommen nach all den Jahren. Aber die Fly Guys stehen noch, auch wenn sie überhaupt nicht stehen. Ach Mann, warum denke ich das jedes Mal? Oh Mann. Die Ärmsten. Vor allem, es werden immer neue Shy Guys geholt. Eigentlich müssten uns die Energie ohne Ende zustehen. Die EP am Ende. Verquassel ich mich schon. Hier habe ich mir mein Süppchen eingebrockt, ey. Eingebrockt. Egal. Das kriegt ihr doch hin, oder? Wer doch gelacht. Ich meine, die Fly Guys, die können ja nicht mehr viel durchhalten. Die haben ja immerhin schon die Brothers Blumen über sich ergehen lassen. Die Goombas, an denen soll es nicht liegen jetzt, ne? Haha, direkt beide Sprünge abbekommen und ab ins Jenseits. So lobe ich mir das, so lobe ich mir das. Nee, aber die Kämpfe kosten uns ein bisschen viel Zeit. Da will ich mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Oder falls noch mehr kommen, halt schnibbeln. Sollte nichts Atemberaubendes passieren, natürlich. Dann seht ihr das ja sowieso. Das mache ich ja hinterher, also... Nachbearbeitung des Videos, nicht wahr? Eine mächtige Aura pulsiert hier. Seht nur, da, eine Traumzone. Hier, die manische Maulwurfsjagd. Das heißeste Spiel von ganz Ladomita. Exklusiv nur hier. Eröffnung in Kürze. Was wollt ihr? So ein Geschenk, das Attackenfragment. Muss auch mal sein. Hatten wir noch nicht, dass alle 10, ich sag mal, von schweren Aufgaben erfüllt waren. Aber wir sind ja noch nicht am Ende des Spiels, sondern eher so in der Mitte, nicht wahr? Ja, geht ganz schön lang, das Spiel. Ich habe das schon vernommen. Oh, das längste aller Mario und Luigis bis heute. Oder? Da kommen auch die... Ja, die anderen sind ja Remakes. Ich habe ja alle gespielt, außer die Remakes. Ich rede schon von der Mehrzahl. Jetzt ist nur ein Remake erschienen. Das zweite soll 2019 folgen. Falls ihr euch erinnert, ey. 2019 dürfte Abenteuer Bowser nochmal spielen. Ich komm nicht klar. Hey, Jungs, wartet doch mal. Wer bist du denn? Puh, echt toll, mal wieder ein paar Gesichter zu sehen. Bin hierher gekommen, um mein Geschäft aufzumachen. Ein Freund von mir meinte, hier könnte man gut verdienen. Aber ich habe schon seit Ewigkeiten keinen einzigen Touristen gesehen, geschweige denn irgendwas verkauft. Hier draußen kann es echt einsam werden. War schon kurz davor, mich in meine Schale zurückzuziehen wie so ein Einsiedler. Na und, wir Muschelns machen das halt so. Jo. Na gut, vielleicht ein wenig extravagant, aber wohin soll ich denn sonst auch gehen? Na egal, vergesst es einfach. Was macht ihr Jungs überhaupt hier in der Gegend?
Das war so. Hm, was? Red mal lauter, Junge, ich höre nicht mehr so gut. Ihr wollt also die Brücke hier überqueren. Bingo, hier riecht's auf einmal nach Profit. Hm, was soll ich tun? Euch einfach durchlassen, oder? Klupsch. Nein, vielleicht wäre das doch falsch. Klupsch. Na gut, ich lasse euch Jungs vorbei. Aber vorher. Vorher habt ihr doch sicher Lust auf ein kleines Spiel. Ach, er will nicht nur einfach simpel Geld. Ja, das finde ich ja angenehm. Also. Ist echt ganz simpel. Nennt sich Maulwurfsjagd. Einer von euch wird zum Maulwurf und geht Krabben jagen. Das ist schon alles, Jungs. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr spielt eine Runde und danach lasse ich euch passieren. Was meint ihr? Lust auf eine Runde Maulwurfsjagd? Vielen Dank, Jungs. 10 Münzen macht das dann. Ja, komm, hast du übrig. Was ist denn los? Habt ihr gedacht, das wäre umsonst? Aber ihr wollt über die Brücke, oder? Ja, komm, den Spaß machen wir mit. Bitte, spielt wenigstens einmal. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Kunden mehr. Ja, der ist auch ganz weit verschollen, wo die Statuen seit tausenden Jahren nicht mehr sich verrückt haben. Da kommt eigentlich keiner hin. Jetzt kommt schon, gebt mir wenigstens die Illusion von menschlicher Nähe. Wenn nicht, dann verkrieche ich mich halt wieder in meine Schale. Ich darf das, dafür bin ich ein Muschlon. Hey, wartet gefälligst. Also gut, verstehe, ich mache euch ein Angebot, da könnt ihr gar nicht Nein sagen. Wenn ihr gewinnt, überlasse ich euch das komische Ding hier. Das sieht gut aus, oder? Und, jetzt interessiert... Na, also Jungs, ich wusste doch, dass ihr wisst, was gut ist. Also gut, Jungs, fangen wir mal an. Fangen wir an, 10 Münzen. Ja, erklär nochmal die Regeln. Also, sammeln, ja, aber... Hä? Na gut, jetzt hörst du das mal genau zu. Ihr seht doch die Dinger, die dort im Sand rumkriechen. Das sind Krabben, die müsst ihr euch schnappen. Ihr braucht einen Hammer, um einen von euch unter die Erde zu bringen. Ja, ja. Macht euch keine Sorgen, ich habe für euch vorgesorgt, kann euch einen Hammer vermieten, für gerade mal, naja, 100 Münzen. Was? Ihr habt schon einen? So ein, ich meine, sauber, gute Vorbereitung. Hätte nicht gedacht, dass ihr so gut vorbereitet seid. Seid mit D. Sie sind gut vorbereitet, versteht ihr? Nicht seit Jahren sind sie gut vorbereitet, okay. Was? Nein, bin keine Spur enttäuscht, kein Problem, alles okay bei mir. Also gut, zunächst schaut euch mal das hier an. Aber vorher braucht man noch eine mit dem Hammer eins über, ja? Okay. Go! Siehst du, so leicht kommst du unter den Sand. Und jetzt gehst du dahin, wo die Krabben sind. Wenn du einmal in Reichweite bist, nimmst du die Verfolgung auf und... Zack, schon ist die Krabbe ausgebuddelt. Ehrlich gesagt habe ich mir genau das schon die ganze Zeit gedacht. Er geht immer präziser ins Detail zu dem, was ich mir exakt vorgestellt hatte. Ganz einfach, oder nicht? Alles klar. Die Krabben, die ihr da gleich rausholt, gibt 3 verschiedene Sorten. Für jede Sorte gibt es unterschiedlich viele Punkte. Ich dachte schon so Banjo-Tooie-like. Rote geben 1 Punkt, grüne geben 2 Punkte, blaue geben 3 Punkte. Aber nein. Die braunen Krabben sind 10 Punkte pro Stück wert, für silberne gibt es 20 Punkte und dann gibt es noch die richtig fetten Teile. Für die goldenen gibt es 40 Punkte pro Stück. Schafft innerhalb des Zeitlimits 230 Punkte und ihr habt das Spiel gewonnen. Eigentlich gar nicht schwer. Ah, fast hätte ich's vergessen. Wenn ihr einen Block wie diesen seht, springt auf jeden Fall dagegen. Blöcke wie dieser machen alle Krabben in ihrer Nähe Blatt. Mit dem richtigen Timing bringt euch das jede Menge Krabben auf einmal. Ihr könnt doch einfach mit dem Hammer dagegen schlagen, wenn euch das lieber ist. Fangen wir an, ja? Okay. Vielen Dank. Und jetzt ab auf eure Startposition. Weiß ja nicht, wie ich den... Naja, okay, komm. Wir versuchen es erstmal hier so, zack. Ach, der ist Silber. Deswegen ist er schwer zu bekommen. Gut. Golden. Fast. Ha! Hab den goldenen. Wenn nur noch du da bist. Ne, das ist ein silberner. Als hätte ich nie was anderes gemacht hier. Damit. Und der Hammer. Ach, die langsamer oder was?
Alles easy. Wie auch immer. Fetten Teile, sagt er. Was haben denn die Silbernen jetzt für einen Radius? Ich habe nur 200? What is going on? Ich dachte, ich wäre gut dabei. Ja lol, ja moin. Das war nichts, noch lange nicht. Ihr müsst noch ganz viel üben. Ach so. Kostet also nochmal 10 Coins. Gut. Er nimmt's von den Lebenden. Zack, ganz viele Krabben, ganz schnell. Aha. Dabei dachte ich, ich wäre wirklich ganz gut dabei mit den Goldenen auch so. Ich dachte, die wären auch so schwer, aber du musst ja quasi alle haben. Damit habe ich mir schon ziemlich verdödelt, das gebe ich zu. Zumindest ist das nichts. Naja, ich will noch nicht aufgeben. Kommt der nicht in die Tüte? Ach so, und guck, die Blöcke haben eben gar nicht so gezählt. Die sind meines Wissens gar nicht raus. Oder waren die nicht in der Nähe, oder was? Ist das der springende Punkt? Ah, das war, glaube ich, ganz gut. Da habe ich wieder was rausgeholt. Ah, Mann! Jetzt habe ich tatsächlich 250? Was? Ich glaube, eben haben mir die Blöcke gar nichts gebracht. Das war der Witz. Ich hatte hier Schwächephasen, auch Glücksphasen. Egal, ist ja geschafft. Aber doch strenger, als ich dachte. Also. Oh Mann, ihr habt's geschafft! Na gut, versprochen ist versprochen. Ab sofort könnt ihr über die Brücke, wann immer ihr wollt. Ach ja, richtig. Einen Preis bekommt ihr natürlich auch. Juhu! Das war die Nummer 4. Hey Jungs, das war echt nicht schlecht. Danke. Was gibt's für mich für ein tolleres Kompliment als echt nicht schlecht? Das ist doch kaum zu steigern hier. Okay, hier war ich schon. Schon gut. So ein, nennen wir es Kissen? Schlauchbootkissen? Gut, gehen wir da rein. Das sollen wir machen. Dann machen wir das. Traumwelt hier am Stissel. Wird ja eh klein sein. Ist immer ein Bruchstück von der Traumwelt. Das könnte nice sein. Also gucken wir mal rein. Von wo wir jetzt herkommen. Na, Traum-Luigi. Alles klärchen. Karte ist hier halt immer wichtig. Ich kann jetzt gar nicht erkennen, wo die anderen Gebiete abchillen. Das würde ihn gar nicht zusammenhängen. Hehe. Schneller, langsamer hatten wir auch schon lange nicht mehr, aber wozu? Oder was zum... Come on! Und das kriegen wir nicht erklärt? Seit wann denn das nicht? Auch wieder cool und innovativ. Ja, was soll man da groß lernen, ne? Man rafft's. Dann macht immer wieder gerade. Just for the moment. Das läuft. Ich freue mich halt nur, wenn am Ende des Spiels irgendwie alles durcheinander gewürfelt wird, was wir je gesehen haben. Also die Luigi-Sions-Objekte kann ich mir schon ziemlich krass vorstellen. Aber okay, machen wir uns darüber noch keine Gedanken und genießen den Schinken hier. Schinkenspicker. So, einmal Trap. Nein, zweimal Trap. Aber Mario muss erstmal runterfallen, das ist blöd. Hätte ich in die andere Richtung gemacht, dann hätte er nicht so lange fallen müssen. Das ist garantiert kein Speedrun hier. Okay. So ein Kumpel oder Geschwisterchen. Hallo, wir sind hier, um dieses Traumei abzuholen.
nett. Ein roter Bärtiger, ein grüner Bärtiger, ein kleiner orangener Typ. Ihr seid doch diese Superhelden-Typen. Ja, genau, ihr seid die Serling-Superhelden. Nö. Wir brauchen das Traumei und... Ihr müsst eure Identität nicht verbergen. Ich bin eingeweiht. Ich sehe jede Folge eurer Sendung an. Roter Serling, grüner Serling und natürlich du, orangener Serling. Immer heiß auf einen guten Käse. Hört zu, Jungs, ich bin Siegfried, euer größter Fan. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Helfen. Käse? Was soll denn... Hör mal, Kleiner. Hör mal! Transformiert euch! Transformiert euch in eure Superform, bitte, bitte. Und die Posen dazu, ja? Was kommt jetzt? Ja, ich weiß, der hat nicht alle Daunen in der Decke, aber wir spielen einfach mit. Du hast uns enttarnt, junger Siegfried. Wir sind die Super-Serlinge. Wir brauchen das Traumei, um das böse Monster Buckel die Bowser zu besiegen. Ja, ja. Oh, wie krass, das Original! Traumeier, ja? Sie sind der Schlüssel. Na dann, so eins habe ich für euch. Aber vorher... Transformiert euch! Ja, lasst euch was einfallen. Luigi's Sohn oder so. Mario, ich weiß, das ist albern, aber du musst mir jetzt echt helfen. Transform, Traum, roter Serling, transformiere! Jetzt mach schon, Mario. Oh, und jetzt gleich. Mario, erwarte, denk nicht zu lange nach. Mach einfach irgendwas, sonst fliegen wir hier auf. Ja. Pose, ja? Transformation? Mäßig. Nein. Das war ganz falsch. Das war doch die Pose vom grünen Serling. Nach seiner Spezialattacke. Ach so. Wow, so nah dran, aber so verkehrt. Mario, ich meine, roter Serling. Genug aufgewärmt, jetzt zeig ihm deine wahre Pose. Und du, grüner Serling, zeig, was in dir steckt. Wirf dich in Pose wie ein echter Super-Serling. Oh, man. Please. Immer noch falsch und ohne Transformierung und völlig asynchron. Seid ihr etwa nur Betrüger? Ja, es tut mir leid, aber eigentlich sind wir... Klar. Ja. Ihr wart irgendwie anders als das Original. Die echten Super-Serlinge haben schließlich auch Vollbärte. Oh, als der Anruf wegen euch kam, da wollte ich einfach glauben, dass ihr sie seid. Aber ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Wolltet mich wirklich glücklich machen, oder? Und das finde ich toll. Ihr seid einfach tolle Typen. Und ihr habt gesagt, ihr braucht ein Traumei, oder? Tja, ihr wart nett, deshalb bin ich's auch. Ich gebe euch mein Traumei. Na gut, los geht's. Plasch! Ja. Na denn. Schon wieder die Pose. Oder eine ähnliche. Du hältst ein Traumei. Die Traumwelt muss erweitert werden. Wir brauchen noch ein sicheres Versteck für die Prinzessin. Ja, absolut. Ist die Traumwelt erst durch das Traumei erweitert, wird sie das perfekte Versteck sein. Gut, Siegbert. Bis dann. Einer edlen Dame in der Not zur Seite zu stehen. Krass! Das ist ja fast so wie bei den Serling-Superhelden. Kommt sogar im Titelsong vor. Ein Serling hilft einer Dame immer in Not. Wirklich? Klar, Mann! Dreimal mehr Farben, dreimal mehr Bart. Dame Not vor Schaden bewahrt. Serling-Superhelden auf euren Platz. Von euch kriegt der Böse eins vor den Latz. Bitte, nicht diese Pose, die ist einfach eklig und falsch. Egal, jedenfalls viel Glück, ihr drei. Ihr seid jetzt meine neuen Superhelden.
Ja, du bist nicht mein Superheld. Perfekt, auf zur nächsten Traumzone. Wir müssen den nächsten Serling suchen. Also hier geht nichts mehr. Oder was? Warte mal. Da kommen wir ein bisschen durcheinander mit den Richtungen, aber ich glaube, so kommen wir halt wieder an den Anfang und das war's hier. Da gibt's ja nichts weiter, keine Stromsplitter oder sowas, gar nichts. Überhaupt haben wir schon lange keine Kisso mehr gerettet. That's the point. Naja, dann ist es halt so. Okay, weiter im Text. So sollte ich an dieses Fragment kommen. Kann es sein, dass ich schon wieder krass überzogen habe? Oh man. Wegen dem Zypi gerade. So. Halbe Miete? Geht doch schneller, als ich dachte. Ich dachte, das wäre hier eine riesen Geschichte. Dann würde ich sagen, bequemen wir uns doch am besten zurück zur Prinzessin. Mal gucken, ob das schon ausreicht irgendwie. Und was sie dann dazu sagen. Moment, das ist noch nicht hier gewesen. Das war hier auch nicht. Aber dort. Dort war's. Nee, auch nicht. Lang ist's her, oder? Nee, hier war's tatsächlich. Gut. Traumwelt besuchen, würde ich mal sagen. Und dann wollen wir mal sehen, ob was passiert, wie was passiert, wie man das erweitert. WTF? Ob jemand was sagt? Ich meine, wir haben ja auch nicht weit zu laufen. Aber wir haben das eine. Und das ging's. Das sollten wir besorgen. Peachy! Oh nein. So, an der Stelle machen wir im nächsten Part weiter. Also, verpasst es nicht und Daumen hoch oder Daumen runter. Mario und Luigi Dream Team Brothers wird immer bunter. Bis dann und ciao!